Mit unserem letzten Videobeitrag melden wir uns noch einmal aus den Bergen, und zwar aus den Mulanje Mountains im Süden Malawis, ganz in der Nähe von Blantyre. Heute reisen einige aus unserer Gruppe zurück nach Deutschland, einige bleiben noch für 2 Tage und besuchen einen Nationalpark, doch der offizielle Teil unserer Reise ist zu Ende, und so habe ich einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unserer Gruppe gebeten, ihre eindrücklichsten Erfahrungen und Erlebnisse und das, was sie mitnehmen von dieser Reise, zu schildern. Und das schauen wir uns jetzt an. Mein Name ist Daniel Neumann, ich komme aus Berlin-Steglitz, bin 17 Jahre alt und gehe in die Bethe-Gemeinde in Lichterfelde-Ost. Das schönste Erlebnis hier war der Gottesdienst in unserer Partnergemeinde der Jerusalem Baptist Church in Blantyre, wo wir über 3 Stunden lang gemeinsam Gottesdienst gefeiert haben, mit viel Gesang, schönen Gebeten und einer sehr schönen Predigt, die sehr aussagekräftig war. Und es war sehr schön, mit Freunden zusammen Gottesdienst zu feiern. Ich bin Gisela Bullermann. Ich komme aus der Gemeinde Bielefeld-Sennestadt und ich bin mit einem besonderen Auftrag nach Malawi gefahren. Ich sollte herausfinden, inwieweit es möglich ist, dass die Frauen in Malawi mit den deutschen Frauen zusammenarbeiten können oder wie wir voneinander lernen können. Ja, und ich habe an 2 Frauenkonferenzen teilgenommen. Und was mich beeindruckt hat, war die Fröhlichkeit und diese Lebendigkeit, wie die Frauen dort ihr Treffen feierten. Und sie haben gelacht, sie haben getanzt, sie haben sich bewegt und haben dabei Gott gelobt und gepriesen. Das war für mich sehr beeindruckend. Und ich kann davon lernen, dass wir in Deutschland vielleicht auch etwas von dieser Lebendigkeit mitnehmen, dass wir auch mit unserem ganzen Körper, mit unserer Stimme Gott loben und preisen. Besonders beeindruckt hat mich auch die Freundlichkeit der Menschen hier im Land, wie sie trotz Widrigkeiten in ihrem Leben gelassen sind, sich freuen, lachen und ihr Leben aus Gottes Hand annehmen. Wir haben mit den Frauen verabredet, dass wir uns austauschen wollen. Wir wollen den Frauen in Malawi Material schicken, wie sie in ihren Gruppen Frauen von ihrem Glauben erzählen können. Und sie wollen uns Geschichten schicken, Geschichten aus ihrem Leben, sodass wir auch voneinander lernen und profitieren können. Mein Name ist Burkhard Brocksch, ich komme aus der Gemeinde Gummersbach-Windhagen. Und wir sind hier in Malawi, um unsere Partnerschaft mit der Gemeinde in Usisia zu starten. Das ist mein erster Aufenthalt in Afrika und so waren einige Sachen für mich neu. So wurden wir zum Beispiel öfter aufgefordert, etwas zu sagen, Statements zu geben. So haben wir zum Beispiel einen Kindergarten besucht, haben uns zeigen lassen, was da getan wird. Und dann sollten wir als Gäste etwas dazu sagen. Das war sehr gewöhnungsbedürftig. Und dennoch fand ich es sehr schön, dass man sofort Feedback geben kann und damit Leute motivieren kann, ihre Arbeit zu tun, motivieren kann, diese Arbeit weiter zu tun und einfach ein Dankeschön dazu sagen. Das war eine Sache, die hat mir sehr gut gefallen und das möchte ich mitnehmen. Sofort das Feedback geben und mich daran an den Sachen beteiligen und meinen Beitrag dazu leisten. Zudem fand ich es unheimlich toll, wie die Menschen in Usisia ihren Glauben leben, wie authentisch sie da sind, wie völkernah sie da sind. Sie sind direkt in Verbindung mit den Leuten im Dorf und können das wunderbar ausdrücken und erzählen und offen über ihren Glauben reden. Das war eine sehr schöne Erfahrung, das mitzuerleben. Mein Name ist Ulrich Wagner, ich gehöre zur Gemeinde Gummersbach-Windhagen. Die afrikanische Spiritualität, die ich hier erlebt habe, ist natürlich überwältigend. Aber wir werden sie nie kopieren können und auch dieser Theologie können wir wahrscheinlich nicht zurückkehren. Aber was mich immer wieder inspiriert, ist, mit wie wenig persönlichem Besitz und mangelnder Infrastruktur sie doch
große Dinge anfangen und umsetzen für ihr Dorf oder ihr Stadtteil. Das habe ich an mehreren Stellen erlebt, gerade mit Schulen oder mit Kindergärten und meistens ohne Hilfe der Mission oder von staatlicher Stelle. Und ich sehe dahinter ein großes Gottvertrauen, was sie antreibt. Und von diesem Gottvertrauen möchte ich mir ein Stück mitnehmen nach Hause. Ich bin Rita Esau aus der Baptistengemeinde in Höxter und besuche hier unsere Partnergemeinde in South Lunzu. Die Gemeindeglieder gehören zu den Ärmeren im Land. Und am meisten hat mich beeindruckt eine eigentlich ganz unspektakuläre Geschichte, die wir erlebt haben auf dem Fußmarsch zur Tochtergemeinde. Wir haben das älteste Ehepaar der Gemeinde besucht und obwohl wir uns eigentlich gar nicht verständigen konnten, hat die Frau am Ende geweint. Ich denke, dass sie vor Freude geweint hat, einfach, dass wir uns getroffen haben, dass wir uns Zeit genommen für die Leute. Und das ist mir auch wichtig geworden. Und ich nehme für mich mit, dass es nicht wichtig ist, ob man arm oder reich ist, sondern ob ich mit den Menschen Zeit verbringe und denen Aufmerksamkeit schenke. Und mit diesen Eindrücken endet unser Videotagebuch. Ich bedanke mich für Ihr und Euer Interesse und sage auf Wiedersehen.